Mein Name ist Gunda Röstl. Ich bin die kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung in Dresden. Wir sammeln das Abwasser von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern hier in Dresden, aber auch aus der Umgebung und auch von den Industrieunternehmen, von den mittelständischen Unternehmen. 1800 Kilometer Leitung dienen uns dazu, dieses Abwasser zu uns auf die zentrale Kläranlage zu bringen. Dort wird es gereinigt und dann in einem sauberen, nahezu badefähigen Zustand der Elbe zurückgegeben. Meine Good News für Sachsen sind, dass Sachsen ein tolles Land ist, mit unglaublich vielen Potenzialen, die nach der Wiedervereinigung, nachdem es erst ziemlich ruckelig war, wieder neu erstanden sind. Wenn ich nach Chemnitz schaue, mit den wieder zurückgekehrten industriellen Kernen im Maschinenbau, wenn ich nach Leipzig schaue, als Handelsstandort, als universitärer Platz, Dresden als Verwaltungsstadt, ebenfalls mit einer wunderbaren Universität, der einzigen ostdeutschen Exzellenzuniversität im Übrigen, und drumherum vielen, vielen Wissenschaftsinstitutionen, die mit jungen Menschen, klugen Forscherinnen und Forschern aus aller Welt für Innovation und damit perspektivisch auch für neue Arbeitsplätze sorgen. Good News auch, dass wir schwierige Situationen wie den Strukturwandel in der Lausitz gemeinsam gut meistern werden. Nicht nur, weil wir Geld bekommen haben von der Bundesregierung, sondern weil wir mit guten Ideen an Traditionen neu ansetzen werden und gleichzeitig Herausforderungen der Zukunft, ob das der Umstieg auf Erneuerbare, der Umgang mit Wasserstoff im Energiebereich sein wird oder ob das das Thema neue Mobilität oder das Thema Circular Economy sein wird. An allem sind auch die Universitäten hier in Sachsen, auch die Freiberger Bergakademie mit beteiligt. Und das alles macht Sachsen lebens- und liebenswert. Ich würde jedenfalls aus diesem, meinem Heimatland, nie wegziehen. Dass unser Bundesland ein schönes Bundesland ist, dass es weltoffen ist, dass es Menschen von überall her einlädt, nicht nur als Touristen, sondern dass sie hier gemeinsam mit uns an den Universitäten arbeiten, forschen, studieren. Auch wir in den Unternehmen, wir brauchen ja mit Blick auf unsere demografische Situation Fachkräfte. Das gilt insbesondere für den medizinischen, für den Pflegebereich, auch für andere Bereiche. Wir wollen ein weltoffenes Bundesland sein und wir wollen gut und gern und partnerschaftlich mit anderen hier zusammenleben und arbeiten. Hoffnung geben wir immer Menschen. Die Menschen, sozusagen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Unternehmen, jeden Tag, wenn ich hier auf den Betriebshof komme und mir aus unseren großen Spülfahrzeugen zugewinkt wird, bin ich einfach glücklich, weil ich weiß, ich habe Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite, die mit mir in dieselbe Richtung an einem Strang ziehen, eine wichtige Aufgabe übernommen haben. Und das findet man vielerorts, man muss es nur sehen. Man kann sich die Dinge immer schlecht reden und man kann das Glas immer halb leer sehen. Ich für meinen Teil finde, wir sollten alles daran tun, dass das Glas gerade hier in Sachsen wieder richtig voll wird. Mut, Zuversicht, auch in schwierigen Zeiten wie diesen, das ist ja nicht von der Hand zu wischen, dass wir große Unsicherheiten haben, geopolitisch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft mit einem fürchterlichen Krieg, aber auch was Inflation angeht, was Preise angeht. Das sind Herausforderungen, die Transformation, um den Klimawandel zu begrenzen, die vieles von uns abfordern werden. Aber ich bin mir ganz sicher und deshalb Mut und Zuversicht, wir können das schaffen, gemeinsam, partnerschaftlich und ohne Hass und Hetze.